Frau Ministerin, Sie möchten die digitale Kompetenz in Schulen forcieren. Warum ist Ihnen das so ein großes Anliegen? Ja, die Digitalisierung, die Technologie ist einfach mitten in unserer Gesellschaft angekommen, in allen Lebensbereichen. Jeder hat mindestens ein Handy, ein Tablet oder so zu Hause und arbeitet mit dem auch. In der Berufswelt sowieso und schon lange. Das heißt, wir müssen auch in den Schulen reagieren, damit unsere jungen Menschen mit dieser Technologie, mit diesen Tools auch umgehen können und die Fertigkeiten und Fähigkeiten besitzen, hier gut zu arbeiten und gerüstet zu sein, auf die Lebenswelten, auf die Arbeitswelten entsprechend. Und da können wir nicht früh genug beginnen damit. Und deshalb ist es auch so wichtig, jetzt das Thema Medienkompetenz wirklich ernst zu nehmen, in den Mittelpunkt auch zu stellen und entsprechend im Unterricht zu implementieren und das auf ganz unterschiedliche Weise. Naturgemäß muss das in den Volksschulen ganz anders ausschauen, wie das dann in der Sekundarstufe 1 oder 2 passiert und in der Berufsbildung sowieso. Aber in der Berufsbildung ist Medienkompetenz ja schon länger Thema und auch Fach und wird entsprechend auch ausgebildet und abgebildet im Stundenplan. Sie haben es angesprochen, die Gesamtstrategie soll bereits ab der Volksschule wirken und sich dann durch alle Schulstufen ziehen. Was können denn Lehrkräfte und Schulen erwarten? Gibt es da eine durchgängige und aufbauende Struktur? Wir sind dabei, jetzt wirklich eine Gesamtstrategie zu erarbeiten, denn eins ist auch klar, Infrastruktur alleine löst das Thema nicht. Das heißt, wir müssen Infrastruktur natürlich bereitstellen, aber wir müssen vor allem die Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden. Vor allem jene Lehrerinnen und Lehrer, die einfach schon länger in der Klasse sind, die jetzt keine Digital Natives sind, die nicht mit der Technologie aufgewachsen sind. Ausbildung, Weiterbildung ist ein zentrales Thema. Das nächste Thema wird sein, hier wirklich ansprechende, interaktive, kreative Lernmaterialien zu entwickeln, die dann gerne im Unterricht auch verwendet werden. Und auch hier werden die in der Volksschule ganz anders aussehen müssen wie in den höheren Stufen und in den unterschiedlichen Schultypen. Und last but not least ist sicher das Thema, wie gehe ich mit Content um, der aus dem Internet kommt, aus den sozialen Medien hereinkommt. Wie kann ich kritisch hinterfragen? Wie kann ich bewerten? Ist das wahr? Ist das falsch? Wie gehe ich mit Cybermobbing um, mit Hasspostings um? Denn unsere jungen Menschen sind ja hier wirklich stark dem ausgesetzt und wir müssen sie in die Lage versetzen, hier wirklich zu bewerten, kritisch zu hinterfragen und damit gesichert umzugehen. Das ist ein vielschichtiges Thema und das Thema Technologie kommt dann auch noch dazu, weil es mir schon ein Anliegen ist, hier nicht nur Tools bedienen zu können, sondern vor allem auch diese Grundkompetenz der Technologie, Stichwort Coding auch, zu beherrschen. Also breites Spektrum der Maßnahmen und warum mir das auch so ein Anliegen ist, zusätzlich ist, weil wir Individualisierung in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen können, weil das mit digitalen Tools ganz besonders gut gelingen kann. Und Förderung und Forderung ist ja schon das zentrale Thema im Unterricht. Die Education Group setzt seit Jahren auf Digitalisierung und den Umgang mit neuen Medien in Schulen im Unterricht. Sie haben sich heute einen Eindruck verschaffen können. Was sagen Sie? Ja, ich bin sehr beeindruckt, was das alles schon gibt. Zum Glück muss ich auch sagen, denn als ich begonnen habe vor 7 Monaten und mir aus der Wirtschaft einfach das Feedback gegeben wurde, wir müssen hier komplett von vorne anfangen, war ich etwas schockiert und bin umso glücklicher, dass ich immer wieder auf Institutionen stoße, wie die hier, die bestens vorbereitet ist darauf und hier viele Lernmaterialien schon zur Verfügung stellen kann und Software und Hardware und Clouds etc., sodass wir eigentlich bei weitem nicht von vorne anfangen müssen. Wir müssen nur schauen, dass wir es entsprechend leicht zugänglich machen, einfach machen für die Pädagoginnen und Pädagogen, mit diesen Materialien auch zu arbeiten und in die Breite kommen.